Hallo, ich bin Konrad Rennert und jetzt mache ich mal Werbung in eigener Sache. Websites mit WordPress erstellen, so heißt das neueste Angebot. Zum Hintergrund, und da richte ich mich an pädagogische Einrichtungen, seien es Kindergärten, Schulen oder andere in dieser Richtung. WordPress ist die erste Wahl, wenn keine komplizierte, sondern eine informative Website benötigt wird. Und gerade das Personal, die Pädagogen in diesen Einrichtungen, die haben ja keine Zeit, IT-Fachkräfte zu werden. Sie müssen aber diese modernen Mittel einsetzen, um Eltern und vielleicht auch die Kinder zu informieren. Und damit das gelingt, da habe ich einen mehrstündigen oder einen mehrstufigen Kurs konfiguriert. Und der reicht zum Einstieg aus. Und das sage ich, weil im Arbeitsalltag bereits von den meisten eine Textverarbeitung eingesetzt wird und Anwenderkenntnisse zum Internet haben sie ja auch, weil man beispielsweise Online-Banking macht oder Reisen im Internet bucht oder Bücher bei Amazon oder sonst wo bestellt. Dieser Kurs, von dem ich hier rede, der wird als Blended Learning angeboten. Das ist eine interessante Kombination aus Präsenz und aus E-Learning. Das heißt, Sie können selbst entscheiden, welche Abschnitte Sie direkt face to face, das heißt in Präsenzform absolvieren und welche Anteile, welche Portionen Sie sich auf der Lernplattform aneignen. Da gibt es Erklärvideos, alles was da in normalen Unterrichtseinheiten erklärt wird, das kann man dann im Video sehen. Und wenn man sieht, das reicht nicht, dann bittet man eben den Trainer, persönlich aktiv zu werden, entweder vor Ort, man geht dahin oder der kommt her, oder man kann es vielleicht auch am Telefon besprechen, wenn da was nicht verstanden wurde. Das Besondere dabei ist, Sie zahlen den Trainer nur dann, wenn er in Anspruch genommen wird. Wenn Sie also kaum Zugriff auf ihn benötigen, dann fallen da auch keine Kosten an. Der komplette Umfang, der steht also als Video und auch als Textanleitung zur Verfügung. Und damit das Ganze in der Umsetzung auch gelingt, erhalten Sie eine vollständige WordPress-Installation. Entweder führen Sie das auf Ihrem eigenen PC lokal durch, dann kommt kein anderer außer Ihnen an diese Übungen ran. Oder, was meinem Vorschlag entspricht, Sie machen das gleich im Internet und zwar nicht auf einer Webseite von Ihrer Einrichtung, sondern ich richte Ihnen eine ein und die Adresse, die wissen nur Sie und ich. Und dann können wir alles durchsprechen, so wie es dann hinterher auch in der Realität ist. Sie können das auch auf Ihren Endgeräten oder auf dem Smartphone oder auf dem Tablet ausprobieren. Und wenn es dann gelungen ist, dann wird das freigegeben bzw. wird das auf Ihre vorgesehene Webseite transferiert. Weil wir gemeinsam auf diese Webseite schauen können, da können wir natürlich auch auf der Lernplattform, die dann auch nur Ihnen zur Verfügung steht, was diesen Kurs betrifft, können wir vertrauliche Dinge diskutieren. Fremde, das heißt, außer den von Ihnen zugelassenen oder genannten Benutzern bekommt da niemand den Zugang. Das Verfahren ist an sich so sicher wie das Online-Banking. Um das Ziel nochmal zusammenzufassen, es steht im Fokus, dass Sie eine pflegeleichte Webseite zum eigenverantwortlichen Publizieren haben. Das heißt, die soll erstellt werden. Und diese Gruppe, die ich hier mit diesem Angebot ansprechen will, das sind Kindertagesstätten, Schulen oder sonstige pädagogische Einrichtungen. Natürlich kommen auch Freiberufler wie Architekten oder Ärzte in Betracht. Die haben natürlich einen anderen Inhalt, aber vom Aufbau her sind deren Websites nicht viel anders strukturiert. Zum Seminarinhalt. Der hat im Wesentlichen drei Teile: Einleitung, Hauptteil, Schluss, hätte man in der Schule beim Sachaufsatz gesagt. Hier ist es aber wichtig, dass bevor wir mit der Installation anfangen, uns Gedanken machen. Das heißt, Sie sollen sich die Gedanken machen. Was sind Ihre gewünschten Ziele? Was wollen Sie auf der Webseite mitteilen? Sollen da nur ein paar Informationen sein zu den Öffnungszeiten und zur Telefonnummer, wo man die Leitung erreichen kann? Oder soll da noch mehr geboten werden? Soll das Team vorgestellt werden und so weiter? Die Konzepterstellung, die lässt sich natürlich leicht durchführen, wenn man sich Fallbeispiele mit ähnlichen Angeboten ansieht und dann
durchspricht, so ähnlich wollen wir das haben, so viele Bilder, natürlich eigene Bilder, nichts Kopiertes von anderen, sondern das dient dann nur, damit man eben schon mal eine Struktur reinbekommt. Wenn diese Ziele formuliert sind, dann geht es um die eigentliche Softwareinstallation. WordPress kennenlernen, das geschieht am besten, wenn man die 5-Minuten-Installation selbst durchführt oder mal dabei zuschaut. Dann steht die Software, aber dann muss die eingerichtet werden. Da müssen administrative Grundeinstellungen vorgenommen werden. Wie soll sie heißen, die Seite? Wer soll Redakteur oder Administrator sein? Wer darf vertrauliche Inhalte abonnieren? Also beispielsweise die Eltern, die den Elternbrief lesen sollen. Das soll sonst niemand außer einer benannten Gruppe. Da gibt es dann auch gleich Nachdenken, da muss ich ein bisschen was erweitern, sogenannte Plugins, um den Funktionsumfang, um solche Funktionen zu erweitern. Was natürlich ganz wichtig ist, wie kommen Texte und Fotos oder Fotogalerien auf die Webseite? Wie funktionieren Schlagwort- und Suchfunktionen? Wie baue ich ein eigenes Menü auf? Wie konfiguriere ich den Hintergrund, das Logo oder überhaupt das Layout? Da soll keine Doktorarbeit werden zum Mediendesign, sondern das soll funktionieren, klar und übersichtlich und einfach zu handhaben sein und der Pflegeaufwand soll gegen Null gehen. Gesetzliche Regelungen, die kommen dann natürlich auch, bevor die Seite veröffentlicht wird, müssen die also besprochen werden. Die Impressumspflicht, da kommt niemand umhin in Deutschland. Wer als Einrichtung tätig ist, der muss zu erkennen geben, wer ist verantwortlich. Dann spielt der Datenschutz eine Rolle. Werden da Cookies eingesetzt oder sammelt der Provider Daten? Und das interessiert einen ja auch, wer greift denn zu oder welche Seiten werden häufig zugegriffen? Und da spielen natürlich Aspekte des Datenschutzes eine Rolle. Das Urheberrecht darf natürlich auch nicht vergessen werden. Welche Bilder da veröffentlicht werden, das müssen die Eltern zum Teil mitbestimmen, wenn ihre Kinder abgelichtet werden. Da müssen sie zustimmen. Oder wenn sie irgendwelche Bilder im Internet finden, dann müssen sie Rechte einholen oder sie müssen schauen, sind diese Bilder für die Allgemeinheit freigegeben. Das sind also ganz wichtige Aspekte, dass man also hinterher nicht Probleme bekommt mit irgendwelchen Abmahnanwälten. Das Organisatorische, das wird hier auch noch besprochen. Wie ich schon sagte, wer eine Textverarbeitung beherrscht und gute Internetanwenderkenntnisse hat beim Online-Banking, der ist schon mal gut vorbereitet. Anfangen kann man jederzeit und die Dauer, die ist also auch überschaubar, wenn man das jetzt im Blockunterricht machen würde. Aber dann vergisst man schnell wieder viele Dinge, dann braucht man vielleicht nur 4 bis 8 Stunden, um so eine Webseite sinnvoll zu betreiben und auch die Details, wie eben diese rechtlichen Aspekte zu besprechen. Interessanter ist natürlich, wenn man das strecken kann und immer, wenn Bedarf ist oder wenn Zeit ist, sich mit diesem Unterrichtsmaterial beschäftigt. Also 4 bis 8 Stunden braucht man, aber bereitgestellt wird Ihnen diese Lernplattform mindestens einen Monat. Das Arbeitsmittel, was Sie dafür brauchen, das ist ein aktueller PC mit Internetzugang und natürlich einem Browser. Welchen Sie da nutzen, das ist Ihnen überlassen. Was kostet das? Das soll natürlich nicht allzu viel kosten. Außerdem gibt es da noch Fördermöglichkeiten, die ich gleich noch nenne. Ich habe hier die Kostenkalkulation mal im Internet bereitgestellt. Das heißt, Sie können auch darauf klicken. Das ist ein Google-Tabellenblatt. Und da habe ich im Augenblick kalkuliert, aus der Einrichtung kommen 3 Mitarbeiter, die werden zugelassen für 6 Monate. Es gibt eine Übungswebseite und insgesamt werden 3 Stunden Betreuung nötig. Und das wird dann hier unten sofort zusammengerechnet. Und da kommen dann hier netto 420 Euro zustande, aber die meisten Einrichtungen müssen auch die Mehrwertsteuer zahlen. Das ist ein Selbstständiger, der vorsteuerabzugsberechtigt ist. Für den wären das nur 420 Euro, für alle anderen sind es 499,80 Euro, weil die 19% Mehrwertsteuer ja auch noch dazu zu rechnen sind. Und das gilt, wenn Sie zu mir kommen und ich nicht zu Ihnen. Wenn ich zu Ihnen komme, fallen natürlich nur Reisekosten an. So, wenn man jetzt aber die Anzahl der Teilnehmer verändert, ich sagte ja, es gibt Fördermöglichkeiten
Und dann sagt man, wir wollen aber jetzt alle Erzieher, und da gibt es jetzt beispielsweise 10 in der Einrichtung, die da mitmachen wollen, die wollen wir also da zulassen und die sollen jetzt vielleicht 3 Monate, sollen die Zeit haben, sich damit vertraut zu machen, eine Übungswebsite haben sie und vielleicht brauchen wir insgesamt 4 Stunden. Sie sehen, ich gebe das hier gerade ein. Jetzt haben wir hier die Gesamtsumme, genau 600 Euro. Bei diesen Angaben, die hier im gelben Bereich gemacht sind, und dann kommt die Umsatzsteuer noch dazu oder die Mehrwertsteuer und dann sind wir hier bei 714 Euro. So, das ist jetzt die Kalkulation. Ich gehe jetzt mal zurück und da habe ich jetzt hier noch die Fördermöglichkeiten, die möchte ich noch ansprechen. Medienkompetenz in Schulen und Kindergärten auszubauen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das haben sich auch die Landesmedienanstalten auf die Fahnen geschrieben, die aus den Fernseh- und Rundfunkgebühren finanziert werden. Und da können Sie nachlesen zum Merkblatt für Medienkompetenz, das gilt hier für Hessen, aber das gilt sicherlich auch für andere Bundesländer. Da werden bis zu 50% der Kosten gefördert. Da sollte man sich als Leitung oder als Verantwortlicher anschauen, kommt meine Einrichtung in Betracht und dann nimmt man Kontakt auf und stellt so einen Antrag und dann werden eben diese Fördermittel fließen. Das muss aber rechtzeitig geschehen. Das darf also nicht passieren, wenn man schon angefangen hat, sondern 6 bis 8 Wochen vor dem Projektbeginn muss das gemacht werden. Nehmen Sie, wenn Sie da meinen, Sie kommen in Frage, weil Sie sich das Merkblatt angeschaut haben, Kontakt mit den Landesmedienanstalten auf. Und dann wird Ihnen der Kurs wahrscheinlich auch preiswerter noch sein, als er sowieso schon ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.